Städte und Gemeinden sind das Kernstück Bayerns. Und wenn Sie durch Bayern fahren, dann sind es die einzelnen Orte, die ein prägendes Bild hinterlassen. Da ist die Landschaft, die von den Kommunen, von den Bauern gepflegt wird. Und die Kommunen sind für mich die Basis der Demokratie. Die Demokratie muss sich von unten nach oben aufbauen. Das ist auch das Wesentliche. Wir kommen aus den Kommunen, dort sind wir daheim und das wollen wir auch pflegen. Und deshalb sind die Kommunen für uns ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil unserer Politik. Wenn wir gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz Bayern bekommen wollen, dann müssen wir dafür sorgen, dass der ländliche Raum nicht untergeht und dass der ländliche Raum berücksichtigt wird. Für mich persönlich mag wohl die Grundlage auch darin liegen, dass ich über 20 Jahre lang Bürgermeister dieser meiner Heimatgemeinde war. Und insofern passt schon dazu, hier Anwalt der Kommunen zu sein. Wenn man draußen vor Ort weiß, wo die Probleme sind, dann kann man auch versuchen, in München diese Probleme zu lösen. Die Entscheidung, die Straßenausbaubeiträge abzuschaffen, hat dazu geführt, dass der Bürger nichts mehr zahlen muss für die Straße vor seinem Haus, wenn sie repariert wird. Jeder Bürger zahlt die erstmalige Herstellung, ansonsten zahlt es die Allgemeinheit. Ich glaube, das ist etwas Sinnvolles, lässt sich in vielen anderen Bereichen nachvollziehen und war schon längst überfällig. Und die Kommunen erhalten jährlich 150 Millionen Euro als Ausgleich dafür, dass sie jetzt vom Bürger für diese Straßen nichts mehr bekommen. Und ich glaube, damit sind alle zufrieden. Es gibt dann noch einen Härtefallfonds für den Bürger mit 50 Millionen. Auch der wird gut genutzt. Also insgesamt, glaube ich, eine vernünftige Angelegenheit, die wir auch toll lösen konnten. Ja, der Sport ist für mich eine ganz, ganz wichtige Sache. Ich bin auch Mitglied im Landessportbeirat. Und dort kann man die Interessen des Sports sehr gut vertreten. In diesem Landessportbeirat sind auch die 12.000 Vereine, Sportvereine, die wir in Bayern haben, zusammengeschlossen. Und da geht es einfach darum, dass der Sport nicht allein gelassen wird, dass der Sport seine Funktion wahrnehmen kann. Dazu braucht man ab und zu auch ein bisschen Geld. Wir haben die Gelder für die Sportförderung im letzten Haushalt schon erhöht und wir werden sie im nächsten Haushalt mit Sicherheit nicht kürzen, wenn es nach mir geht, weiterhin erhöhen, weil die Vereine draußen einfach dieses Geld wichtig brauchen. Der Sport braucht Fürsprecher, auch im Bayerischen Landtag. Dafür stehe ich im Namen der Fraktion der Freien Wähler und ich glaube, dass wir mit der Förderung des Sports auf einem guten Wege sind. Uns geht es auch darum, dass Sportarten, die etwas teurer kommen als ein anderer Sport, dass die nicht unter die Räder fallen. Ich denke jetzt hier zum Beispiel an die Tatsache, dass 50% unserer 10-Jährigen nicht schwimmen können. Und es werden gleichzeitig jährlich Schwimmbäder geschlossen in Bayern, weil es den Kommunen zu teuer kommt, diese Schwimmbäder zu unterhalten. Und da geht es uns darum, dass hier eine stärkere Förderung des Freistaats Bayern erfolgt. Bisher war diese Förderung ausschließlich für den Neubau der Sportanlagen, hier in dem Fall der Schwimmbäder, gegeben. Und wenn die in die Jahre gekommen sind, nach 30, 40 Jahren, dann müssen die Kommunen das selber sanieren, bekommen keinen Zuschuss mehr dafür. Und hier haben wir erreicht, dass 120 Millionen Euro jetzt mal gesichert sind. Der Wermutstropfen für 6 Jahre verteilt. Aber da arbeiten wir noch daran, dass wir diesen Betrag auch erhöhen können im Doppelhaushalt für die nächsten 2 Jahre, den wir heuer im Herbst noch aufstellen werden. Und da geht es einfach darum, dass keine Gemeinde mehr ihr Schwimmbad schließen muss, dass mal für teures Geld, auch Staatsgelder, gebaut wurde, sondern dass man hier dem Bürger diese Schwimmbäder auch für die Zukunft zur Verfügung stellt und dass unsere Kinder auch ja, vielleicht in 10 Jahren zu 90% schwimmen können. Das wäre ein Ziel und dafür sich einzusetzen, war nur ein Beispiel, das lohnt sich. Heimat ist für mich ein Begriff, wo ich einfach den Ort verbinde, wo meine Freunde sind, wo ich mich daheim fühle, wo ich Bekannte habe, wo ich mich mal im Biergarten setzen kann und die Leute kennen und mit denen ratschen und mich unterhalten kann. Das ist für mich Heimat und ich liebe meine Heimat. Wir haben die Situation, dass wir immer mehr Leute aus dem ländlichen Raum haben, die wegziehen, in die Städte ziehen. Und da wünsche ich mir, dass dieser Trend gestoppt werden kann,
Dazu brauchen wir Arbeitsplätze im ländlichen Raum, damit die Leute da bleiben. Wer eine Arbeit hier hat, der wird auch hier wohnen wollen. Und da muss sich einiges verbessern. Wenn ich in 20 Jahren sagen könnte, das haben wir geschafft, dann wäre das ein großer Schritt und würde mich freuen. Ja, die Lebensqualität, die Urtümlichkeit, lass es mich ganz salopp sagen, Weißwürst mit Weißbier und Leberkäse. Die wichtigste Eigenschaft eines Abgeordneten, Ehrlichkeit. Ich glaube, es ist wichtig, dass der Bürger weiß, dass man glaubhaft für ihn kämpft und dass man das auch macht, was man verspricht. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Eigenschaft, um Politik auch glaubwürdig zu machen. Der Marc Bruck hier. Gesundheit, ich glaube, das ist das Wesentliche. Man merkt es eigentlich erst im Alter, wie wichtig die Gesundheit ist. Aber ich bin überzeugt davon, das spielt vom ersten Augenblick des Lebens an eine Rolle. Und wenn man gesund ist, dann kann man sich alles andere selber zusammenbasteln.